Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emu Tarkov. Wir starten in ein paar Sekunden eine neue Session. Und die fange ich natürlich heute auch wieder an mit einem Scav Run auf der Map Reserve. Und ja, leider haben wir natürlich erneut wieder keinen Rucksack dabei. Aber wenn ich das richtig sehe, aber ich glaube, ich vertue mich da, dann könnte das sogar 6B43er Armor sein. Und die brauchen wir ja. Ein bisschen angeknuspert allerdings. Deswegen gucken wir jetzt ganz fix, ob das wirklich 6B43 ist. Aber ich glaube, ich irre mich. Das ist, glaube ich, eher 6B13 Armor. Weil da fehlen noch die Ärmel für die 43er. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deswegen gucken wir fix. Und ja. Ansonsten natürlich werden wir wieder looten. Ah, 6B13. Das ist die Killer Armor. Scheiße. Ach, hier sind wir gespawnt. Okay, cool. Das ist sogar cool. Da sind wir ja letztes Mal verreckt. Aufgrund eines dummen Fehlers, den ich gemacht habe. Dann können wir jetzt wenigstens dahin, wo ich hin wollte. Ich weiß gar nicht, gab es hier irgendwie coolen Loot? Ich glaube nicht, ne? Ah, selbst wenn. Ich kann sowieso nichts mitnehmen. Ja, aber naja, irgendwie spawnt hier nix. Nee, nee. Das bleibt ein Traum. Also, erstmal natürlich auf Full Auto stellen. So. Da ist der Schalter. Den werden wir aber nicht betätigen. Kann ich den überhaupt nutzen? Depot Hermedictor, Bunker Hermedictor, ja. Ich kann den auf jeden Fall benutzen. Warte mal, bevor wir was anderes machen. Lass mich mal fix zu dem Heli rennen. Und mal diese komische Kiste da looten. Ist da ja eine coole Waffe drin. Ah, nee. Das passt natürlich nicht. Ist da kein Mount dran. Ah, hier gibt es sogar einen Seitenausgang. Ja, genau. Die werde ich jetzt auf jeden Fall auch durchsuchen. Also so doll auf Schmerzen stehe ich jetzt nicht. So, dann gehen wir jetzt runter in den Keller. Weil hier sowieso Action sein wird. Aber ich hoffe primär natürlich, dass ich vielleicht jemanden treffe, der einen Rucksack dabei hat, den ich dann spontan für ihn einfach tragen darf. Ups. Und am besten natürlich auch noch irgendwas, was einen Helm anbelangt. Und natürlich hoffe ich immer noch, eine Can of Delicious Beef Stew zu finden. Damit wir die Jägerquest fertig haben. Welches immer noch eines der ersten Quests von ihm war. Achso, hier waren wir schon.
Ah, hier sind wir, okay. Na, super. Okay, da habe ich auf jeden Fall jemanden lachen hören. Also ist hier gerade ein Skeff unten. Okay, dann gucken wir mal nach ihm. Der hat ja gar keinen Rucksack dabei. Ich glaube das nicht. Es sah halt original wie ein Rucksack aus. Gesundheit, was soll ich denn damit? Hat auch keinen dabei, ich kotze. Was ist denn mit euch los, Leute? Ach, das ist Wasser, ne? Na, da brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht hin. Nee, unten kann das nicht gewesen sein. Das muss hier auf der Etage gewesen sein. Komm, gib mir einfach nur noch keine auf Delicious Beef Stew.
Ist das das nicht? Saugeil. So, dann werde ich jetzt zum Ausgang dampfen. Wobei, wartet mal ganz kurz. Junge, das ist nicht dein Ernst. So. Also, wir können raus. Hole in Fence by the Mountains. Ja, dafür habe ich aber kein Paracord und keinen scheiß Dingens. Keinen scheiß Haken. Ach, warte mal. Bin ich ein Dulli, Alter? Den brauche ich auch da oben und nicht da unten. Das heißt, hier vorne ist direkt ein Exit. Das heißt, ich gehe hier raus, gehe an dem rechten Bunker lang und da an dem Skeff-Turm. So. Da, da müsste der Ausgang sein. Da ist das Loch. Oder das da hinten. Nee, das hier. Sau cool. Sonst hätte ich jetzt den Hebel betätigen müssen. Aber man hat ja als Skeff so ein paar andere Möglichkeiten, ne? Ich glaube, die Heating Pipe wäre wahrscheinlich auch noch gegangen. So, dann machen wir den Dude natürlich noch leer. Das können wir gleich sortieren. Das Bajonett noch, die Maske, fertig. Dann haben wir den Dude hier auch fertig. So, und dann werden wir jetzt als erstes die Can of Delicious Beef Stew abgeben. Ja. Und dann würde ich sagen, ist die Folge vorbei. Dann ist die jetzt mal ein bisschen kürzer. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, das war echt gut, dass da jetzt wirklich noch die Can of Delicious Beef Stew drin ist. Genau das Item, was ich halt für die Quest gebraucht habe. So, ja doch, kann ich wohl so abgeben. Endlich, Mann. ZB 16, ZB 14. ZB 16, ja, okay, anhand des Bildes kann ich schon ableiten, dass es auch Wutz ist. Okay, also muss ich da auf jeden Fall zweimal separat drauf. Ja, das klingt auf jeden Fall so, als würden wir dann nächstes Mal Woods spielen, oder Shoreline? Ne, lass uns erstmal bei Shoreline das fertig machen. Es sind ja nur noch zwei PMCs. Dann haben wir auf jeden Fall 5,2 Reputation. Oder 0,52 Reputation vielmehr. Dann haben wir nämlich Jäger auf der höchsten Stufe. Sehr cool. Gut, Leute. Wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Bis dahin, noch rein. Cheerio.